Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Ja, Leute, ich habe mir meinen Finger gebrochen, aber es wird gar kein Thema. Ich reagiere heute auf ein Video von It's Me Isabel. Let's go! What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch, make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. So, Leute, es geht los mit der Reaction auf It's Me Isabel, das Video hier. Was? Ich habe es mir noch nicht angeguckt, konntet ihr eben einen Blick drauf werfen, dass ich es mir noch nicht angeguckt habe. Deswegen bin ich umso gespannter, was in diesem Video passiert. Das steht auf jeden Fall, ich komme gar nicht klar im Titel. Stehe ich ja gar nicht hier, dass ich ablesen kann. Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Mal wieder ein Reisevlog, Leute. Ich verreise wieder. Mein Koffer ist auch schon fertig. Wie oft will die bitte noch verreisen? Wie oft? Leute, ihr wisst nicht, was das für eine schwere Geburt war, diesen Koffer zuzubekommen. Alter. Wenn man so viel mit... Ja. Wenn man so viel mitnimmt, dann ist ja wohl klar, dass es nicht zugeht. Das war wirklich schwer. Mein Koffer darf nur 23 Kilo wiegen und mein Koffer wiegt auch 23 Kilo. Also passt es eigentlich perfekt. Ich verrate euch direkt, wohin es geht. Und zwar, für mich geht es nach Österreich. Ja, ich war noch nie in Österreich und ich wollte da schon immer hin. Und Leute, wisst ihr, was wir da machen? In Österreich? Ski fahren. Und wisst ihr noch was? Ich bin noch nie Ski gefahren. Und warum bin ich noch nie Ski gefahren? Weil ich Angst habe. Salzburg. Vorhabe. Ich kenne euch. Aber es wird so geil. Ich werde wieder sehr viele neue Leute kennenlernen und ich werde euch auf jeden Fall wieder mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, let's go. Was geht, Freunde? Ich bin jetzt am Flughafen. Der Flughafen ist komplett leer. Ich zeige euch das mal. Also wirklich komplett leer. Ich habe gerade meinen Koffer abgegeben, habe auch schon mein Ticket. Ja, die Reise im Zug habe ich jetzt nicht mitgefilmt, weil ihr seht ja sowieso immer das Gleiche. Also es passiert eigentlich nichts Spannendes im Zug. Ich hole mir jetzt was zu essen. Ich habe richtig Hunger. Ja, das ist wirklich so. So, Leute. Wir haben schon 5 Uhr und ich habe heute um 10 Uhr morgens erst gefrühstückt. Ich muss jetzt durch die Ja, wenn man so spät aufsteht. Tolle, die ist das, aber ihr habt das ja schon 1000 Mal gesehen. So. Entweder wir sehen uns im Flugzeug wieder oder wenn ich mir was zu essen geholt habe. Ich war jetzt gerade auf Toilette und es ist so gruselig. Es ist so heftig. Es ist gefühlt gar keiner am Flughafen. Also wirklich gar keiner. Ich bin ja auch so komplett alleine auf Toilette. Hier ist auch so. Hat sie sich den Flughafen? So, Leute, ich bin wieder da. Hat sie sich den Flughafen mit ihren YouTube-Millionen gemietet? Nein. Null. Ich habe immer noch so Hunger. Ich habe immer noch nichts zu essen. Ja, sie hat sich den Flughafen mit ihren YouTube-Millionen gemietet. Deswegen sollte ich mir jetzt was zu essen holen. Das ist übrigens mein Outfit of the day. Yay. Yeah. Wenn sie es weiter am Automaten holt, save irgendwie einen Schokoriegel 3 Euro oder so. Oder irgendwie... Wenn sie sich was am Automaten holt. Of the day, wir haben es schon 5:30. So, Freunde, wir haben uns nicht im Flugzeug wieder gesehen und auch nicht dann, als ich was zu essen hatte. Aber wir sehen uns jetzt hier wieder. Ich bin jetzt auf jeden Fall angekommen und bin jetzt in meinem Zimmer. Und ich bin nicht alleine. Leute, gestern, ne? Ich komme so an, gehe so in das Zimmer rein, dachte mir so, boah, geil, ich bin jetzt da. Ich kann mich jetzt ausruhen und so. Komm ich so rein? Auf einmal liegt hier so jemand. Ich dachte so, hä? Bin ich jetzt falsch? Bin ich im falschen Zimmer? Weil ich dachte erst, wir haben Einzelzimmer, aber es hat sich herausgestellt, dass wir uns doch ein Zimmer teilen. Ja. Sie war halt schon am Schlafen. Ich wollte sie nicht aufwecken. Und ich dachte mir so, bin ich jetzt richtig? Aber ich habe dann gefragt und ja, ich war hier dann richtig. Ich bin mit der lieben Joanna auf dem Zimmer, aber sie ist jetzt gerade weggegangen. Aber die seht ihr auf jeden Fall gleich. Ich zeige euch mal ganz kurz das Zimmer, aber ist jetzt auch nicht so spannend. Also hier ist der Eingang. Hier ist das wundervolle, süße Bad mit einer Dusche. Dann geht man hier raus. Hier ist ein Schrank. Ich habe da auch schon meine Klamotten reingepackt. Hier ist so eine kleine Kommode. Hier ist das Bett. Hier sind meine Klamotten. Und wir haben eine richtig schöne Aussicht. Also mega. Hier ist doch so ein kleiner Tisch. Und hier geht's nach hoch, aber da oben sind 2 Betten. Und also ist auch nichts Besonderes. Jetzt darf ich euch... Gefühlt 3 Tage nach dem Urlaub, ich flieg nach Italien. Oder irgendwo anders hin. Safe nach diesem Urlaub wieder geht ihr wieder irgendwo hin. Ich auch endlich mal verraten, warum ich hier bin. Also erstens, ich bin in Österreich. Und ich bin hier, weil ich bei den Winter Games mitmache. Also von Frontpage TV. Genau, richtig, richtig nice. Und gleich werden auch noch die Teams ausgelost. Also wir werden so 2er-Teams haben. Und ich bin gespannt, mit wem ich auf ein Team komme. Okay, Leute, ich bin jetzt endlich im Hellen draußen. Das sieht so heftig aus. Guckt euch das an.
Wow, wie im Paradies. Aber leider nicht wie in Mexiko, aber es ist voll warm. Man denkt, es ist so voll kalt, wenn man so von da guckt. Es ist so warm und man sollte sich eigentlich eincremen. Haben wir aber alle nicht gemacht. Hast du es gemacht? Nein, leider nicht. Hast du es gemacht? Nein, nein. Nein, hast du es gemacht? Nein. Nein. Warum hat sich keiner, hast du es gemacht? Nein. Warum hat sich keiner eingecremt? Naja. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Okay, ich stelle dich jetzt erstmal jeden vor, der hier mitmacht. Wer bist du? Hi, ich bin Benjamin. Benjamin. Wer bist du? Joanna. Joanna, wer bist du? Wer bist du? Hallo, ich bin Wirschau. Aha. Jonas Moll? Ehrenmann! Kennt man von TikTok. Nein, du machst nicht mit. Wer bist du? Ich bin der Micha und ich bin auch dabei. Okay, wer bist du? Geil. Dieser mit diesem Dorf, der, Wartet. Bieröffner. Den feiere ich auch extrem. Wer bist du? Hi, ich bin Sam. Wer bist du? Ich bin Jonathan, ich bin auch dabei. Und wer bist du? Oh, geil, Jonathan. Ehre. Kannst du mich bitte gerade nicht filmen? Okay. So, wir haben gerade die Teams ausgelost und ich bin mit dem Benjamin im Team. Hi, was geht? Wir haben beide eine rote Mütze. Wir haben gerade schon ein Spiel gespielt und zwar haben wir so ein, hier ist so ein Parcours. Richtig geil. Ich will gar nicht wissen, wie lange die für gebraucht haben. Ja, mussten wir so Minigolf spielen. Und wir waren echt gut. Aber ich darf euch nicht... Gerade habe ich nicht gelacht bei der Person, weil sie nicht gefilmt wurden, weil ich dachte, das meint die nur aus Ironie oder so. Die Ergebnisse verraten. Sorry. Denkst du, du wirst gewinnen? Wenn sie das ernst gemeint hat, sorry an der Stelle, dass sie nicht gefilmt werden möchte. Ja. Nee. Oh mein Gott, wie lost mein Handy da einfach steht, weil ich gerade einen TikTok machen wollte. So Leute, ich habe mich jetzt mal ganz in Ruhe hingesetzt, so auf irgendeinem Berg. Und Leute, ich genieße gerade einfach diese Aussicht. Ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie in Österreich und ich komme gar nicht darauf klar. Ich war schon mal im Sauerland und da gibt es auch Berge und die sind schön. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Ich bin im Sauerland geboren. Aber, ey... Das ist doch krass. Sorry, ich komme gar nicht klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch... Ich bin im schönen Iserlohn geboren. Wieder total dankbar, dass ich hier sein darf. Leute, ich bin gerade mal 18 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt und ich war schon an so vielen verschiedenen Orten. Ich finde das so heftig und irgendwie, ich habe das Gefühl, man schätzt das manchmal so gar nicht. Aber es ist irgendwie so krass, dass... Also ich bin einfach wieder... Ich bin einfach in Österreich so. Und ich war vor kurzem in Mexiko und ich war vor einem halben Jahr auf den Malediven. Also es ist so heftig und ich bin so unfassbar dankbar dafür. Also vielen Dank an Frontpage TV, dass ich hier sein darf. Also wirklich, ich glaube, die Zeit wird hier richtig, richtig cool und ja, ja. Einfach nur geil. So Leute, das war's denn jetzt auch hier mit meiner Reaction. Bis zum nächsten Mal und ciao.